Ich handle nicht nur verantwortlich im rechtlichen Sinne, sondern auf eigenes Risiko und auf eigene Rechnung. Ich bin the self-made man. Wenn ich hier als Frau stehe, kommt Ihnen das jetzt mindestens schon mal lustig vor. Und Sie sehen schon, es stimmt so nicht. Eine Frau konnte im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert nicht sagen, I'm a self-made man. Sondern Sie merken schon, da gibt es dann doch irgendwie Einschränkungen. Das stimmt so ganz nicht, aber der Anspruch ist da. Ich handle auf eigenes Risiko und auf eigene Rechnung. Oder mit Althusser gesagt, Louis Althusser gesagt, das moderne Subjekt ist le sujet qui marche tout seul. Das Selbstgehende, das sich selbst Bewegende, das Autonome, das freie Subjekt. In diesen drei Hinsichten des Denkens, Erkennens und Wissens, des, warte mal, das war unter eins gefasst, zweitens des, der rechtlichen Verantwortung, des ökonomischen Handelns. Und dann kommt schließlich noch ein viertes dazu, nämlich wir geben uns selbst die Gesetze unseres Zusammenlebens. Selbstbestimmung im Sinne von Demokratie, im Sinne von politischer Selbstbestimmung, nicht nur rechtlich, wirtschaftlich oder erkenntnistheoretisch, sondern schließlich auch politisch. Selbstgesetzgebung, das Ideal der Volonté générale. Es gibt ein allgemeines Subjekt dieses, nicht nur des Wissens, sondern auch des Willens, und zwar auch des politischen Willens. Und jetzt merken Sie es schon. Da gerät das in die Brüche. Da passiert etwas, oder dieser vierte Schritt, dieser politischen Autonomie, und zwar auch der Souveränität, also im Grunde genommen der Demos, das Volk, in der Position nicht nur des Gottvaters, der alles weiß und alles kann und alles tut, sondern auch des Monarchen, des Souveräns, des absoluten Herrschers. Das funktioniert unter den Bedingungen von Kontingenz, das heißt von menschlicher Endlichkeit und Beschränktheit, nicht. Es gibt diese Volonté générale nicht, und wer sie erzwingt, riskiert die Guillotine, riskiert den Massenmord, riskiert den Totalitarismus. Und das ist bis heute irgendwie so geblieben. Das heißt, an dieser Stelle scheitert schon einmal diese Überforderung dieser Subjektposition. Damit ist die Geschichte des Subjekts noch nicht zu Ende. Allerdings, das Subjekt erlebt eine erhebliche, einerseits Enttäuschung, es ist nicht dieses Universale, aber es kann sich durch andere Entwicklungen in etwa der gleichen Zeit, des Endes des 18., des beginnenden 19. Jahrhunderts, etwas anderes entwickeln. Nämlich, jetzt mache ich einen kleinen Sprung sozusagen von der Seite des Subjekts zur Seite der Systeme bzw. zur Seite der gesellschaftlichen Mechanismen. Und die erfahren zusammen in etwa mit den politischen Revolutionen ebenfalls eine ungeheure Dynamisierung durch den Prozess von Industrialisierung. Da erzähle ich Ihnen ja auch keine Neuigkeit, sondern wir müssen nur versuchen, diese beiden Entwicklungen jetzt einmal zusammenzusehen. Durch den Industrialisierungsprozess erfahren die Entwicklung der Dinge eine neue Dynamik. Und das heißt, sowohl durch die Demokratisierung als auch durch die Industrialisierung werden die Subjekte für das öffentliche Leben weniger wichtig. Es entsteht, wenn Sie so wollen, anstelle der Herrschaft des universalen Subjekts Mensch, allmählich eine Herrschaft der Systeme. Und zwar hauptsächlich zweier Systeme. Des Staates. Und zwar in der gekränkten Form, dass es kein Weltstaat ist, sondern ein Nationalstaat oder Nationalstaaten. Und
Auf der anderen Seite. Ja, ich will jetzt noch nicht sagen des globalen Marktes, aber immerhin doch einer industrialisierten Ökonomie, die sich stark dynamisiert. Damit ist der Mensch zum Teil entmachtet, also dieses universale Subjekt, was es nicht gibt, weil sich die kleinen Menschen nicht einigen können, gibt das Streben nach Souveränität auf, tritt es an die großen Systeme ab, und wenn ich die jetzt sehr einfach zusammenfasse, dann sage ich, auf der einen Seite ist das ein Maschinensystem in der Industrie, in der Ökonomie, und andererseits ist es eine Systemmaschine im Staat. Das ist auf der einen Seite eine Kränkung und ein Verlust. Der Mensch hat sich diesen großen Titel Subjekt nicht für lange und nicht ganz erfolgreich aneignen können, sondern er hat die gerade erst der Transzendenz entrissene Macht über sich selbst, über sein Geschick und seine Geschichte abgegeben an große Apparate, die nicht nach personalen Regeln funktionieren, sondern neutral, anonym, nach sachlichen Gesichtspunkten, nach Sachgesetzen oder Sachzwängen. Hoffentlich jedenfalls. Und im Grunde genommen ist das auch eine große Entlastung für diese Subjekte, für diese Menschen, die eigentlich zu klein sind, um diese Gottposition, die sie sich da mit der Aufklärung und mit dem 18. Jahrhundert im Westen einmal angemaßt haben, einfach nicht halten können. Und nun entsteht etwas Neues, was es eigentlich in der Form nicht gab und wo, was eigentlich mit diesem zunächst Universalsubjekt oder auch mit den großen Kollektivsubjekten wie Nation, wie Klasse, unter Umständen auch Geschlecht, dass das nicht gemeint hat, sondern es entsteht im Windschatten dieser Modernisierung eine Welt, in der die Menschen einigermaßen entlastet von diesen großen Maschinen leben können und leben wollen. Das Privat, die Privatsphäre, die Lebenswelt. Denn in diesen großen Maschinen kann man nicht leben. Wir alle müssen irgendwie abends nach Hause gehen. Jedenfalls, wenn wir nicht ganz furchtbar unglücklich sind. Es gibt schrecklich unglückliche Menschen in der Gesellschaft, die abends nicht nach Hause gehen können. Aber das sind sozusagen die Ärmsten der Armen. Für alle anderen entsteht zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen, dem Ökonomischen und Politischen auf der einen Seite und dem, wo die Menschen sozusagen in sozialen Nahbeziehungen leben, geboren werden können und sterben können, das entzieht sich in einem Bereich diesem großen System. Damit entsteht sozusagen die Möglichkeit, jenseits, außerhalb dieser großen Systeme zu leben oder wie Alois Hahn, ein Soziologenkollege, es genannt hat, es entsteht die Exklusionsindividualität. Das, was wir heute als Individualität betrachten, ist im Wesentlichen eben das Erbe dieser Entwicklung, und vielleicht ist es sogar, und das kann ich heute Abend nicht beweisen, aber ich würde die These wagen, es ist vielleicht eine der größten Entdeckungen der Moderne überhaupt, das Individuum und seine Individualität zwischen einerseits weniger als diesem Maschinensystem, nämlich endlich, gebürtlich, sterblich, partikular, plural, nie ganz eins, weder mit sich selbst noch mit allen anderen, und trotzdem ein unglaubliches sozusagen Zentrum von Kreativität, von Prokreativität. Nämlich
nämlich das Recht auf Selbstausdruck, auf Authentizität und auf Selbstdarstellung. Das ist, wenn man wenige nimmt, sind das sozusagen die Künstler, die dieses Privileg des Subjekts in dieser fünften Gestalt der Expressivität, der Authentizität, der Selbstdarstellung und der Selbst, ja, privat gesagt, der Selbstverwirklichung haben. Sie alle leben mit diesem Erbe immer noch mehr oder weniger, dass sie sich selbst verwirklichen wollen. Und das ist im Übrigen inzwischen, und das ist jetzt eigentlich auch das Thema des Vortrags, das ist von einem Recht zur Pflicht geworden. Wir stehen heute in diesen Diskussionen über das erschöpfte Selbst vor der Tatsache, dass nun eigentlich diese großen Rechte, die das Subjekt und auch gerade das Subjekt als Individuum in seiner privaten, in seiner eigenen, authentischen Gestalt bekommen hat, nun plötzlich zu Erfordernissen geworden sind. Ich zitiere das, also ich zitiere zwei Soziologenkollegen, Wolf und Meyer Ahuja, die schreiben: Die Arbeitswelt erhebt neuerdings Ansprüche auf die Kompetenz des ganzen Menschen in der immer rascheren Schaffung und Nutzung von Wissen, und damit findet ein systematischerer Zugriff von Organisationen auf Subjektivität und Kreativität der Individuen statt. Die Erschöpfung oder die Befürchtung, dass das Subjekt beziehungsweise auch in seiner Gestalt eben als Individuum und nicht nur als Universalsubjekt eins zu hoch gegriffen hat, sondern auch, dass das kleine Individuum erschöpft sein könnte, die haben die Sozialwissenschaften heute vor allen Dingen im Anschluss an die Erfordernisse der Arbeitswelt. Der Titel, unter den Hartmut Rosa das stellt, ist Beschleunigung. Es ist da ein Beschleunigungsprozess in Gang geraten. Ich würde dem gar nicht widersprechen mit der Beschleunigung, das ist sicher auch der Fall. Aber das Phänomen, warum jetzt plötzlich etwas, was früher im Privaten eigentlich auch schon eine gesellschaftliche Ressource gebildet hat, nämlich das Individuum, das in dieser Privatsphäre mit dem ausgestattet wurde, was die moderne Gesellschaft in den Sachbereichen, in den sich ausdifferenzierenden Sphären der rationalisierten, auf Effizienz gerichteten Betriebe nicht bewirken kann, nämlich die Ausstattung mit einer Persönlichkeit, mit Tugenden, zum Beispiel Pünktlichkeit, Redlichkeit, mit Kreativität. Das war, in diesem Sinne war die moderne Privatsphäre immer schon eine Ressource. Und sie war im Übrigen eine sehr ungleich verteilte Ressource. Diese noble und edle, fast schon auch ein bisschen antik anmutende Lebenssorge-Ressource, die stand dem westlichen bürgerlichen Mann zur Verfügung. Die Frauen hatten an dieser Art von Ressource sehr viel weniger Anteil, beziehungsweise sie waren die Ressource, die das ermöglicht hat. Freiheit, Liebe, Bildung, das waren die großen Prinzipien dieser modernen Privatsphäre, die, wie gesagt, zweierlei voraussetzen oder mehrerlei voraussetzen, nämlich die entsprechenden ökonomischen Ressourcen. Das hat für das Proletariat des 19. Jahrhunderts nicht funktioniert. Die hatten nicht die Möglichkeit eines Breadwinner-Models, wie das in der neueren Forschung heißt, das heißt der Mann als alleiniger Geldverdiener, sondern da hat mehr oder weniger die ganze Familie gearbeitet und da war mit Privatleben und Freiheit, Liebe und Bildung nicht viel zu machen. Und es hat, wie schon erwähnt, auch nur am Rande erwähnt, für die Frauen nicht funktioniert. Sie waren diese Ressource, aber sie hatten sie nicht, sondern sie waren die Ressource für andere. Und übrigens nicht nur die bürgerliche Hausfrau, sondern ein Heer
von vor allem den weiblichen Bediensteten im Haushalt. Angefangen von den Nannies bis hin zu den Köchinnen. In dieser schönen Welt des Privaten, es war immer schon eine gesellschaftliche Ressource und sie hat auch gesellschaftliche Ressourcen gebraucht. Und sie hat dieses Individuum oder dieses Subjekt hervorgebracht, was als Unternehmer oder als Künstler sozusagen das Leitbild der Gesellschaft eigentlich im Wesentlichen bis heute noch ist, beziehungsweise heute findet nun das statt, dass ich einerseits diese Vorstellung demokratisieren, wir alle, auch die Frauen, auch die Nicht-Unternehmer, die Nicht-Besitzbürger, sollen sozusagen auf dem Markt funktionieren als Unternehmer ihrer selbst, als Ich-AG oder Arbeitskraft-Unternehmer. Oder sie sollen sich am besten so verhalten wie Künstler. Sie sollen ihre Kreativität in ihrem Beruf verwirklichen. Und damit kommen nun eigentlich viele Elemente, die sozusagen dieser privaten Lebenswelt zugerechnet waren, unmittelbar auf den Markt. Sie werden zu Ressourcen, die vermarktet werden. Ich darf Ihnen das nochmal zitieren. Da heißt es, da kommt der Frost, viele bisher meist als dysfunktional empfundene und faktisch im Betrieb auch störende Momente der Subjektivität der Arbeitenden werden jetzt als verwertbar erkannt. Das gilt für die Emotionalität, die nicht mehr allein als lästige Begleiterscheinung des Produktivfaktors Arbeit erkannt und einer gezielten Vernutzung zugänglich gemacht wird. Das gilt für das Bedürfnis und die Fähigkeit von Menschen zur Selbststeuerung. Selbststeuerung könnte sozusagen das Stichwort für eine sechste Selbstfigur nach den schon benannten fünf in der Zukunft sein, für mein Selfie oder meine Singulum und Kreativität, Selbststeuerung und Kreativität. Es gilt für die Fähigkeit und Bereitschaft von Menschen, sich moralische und ethische Standards für den Umgang mit anderen zu setzen. Das gilt auch für das Bedürfnis und die Fähigkeit, soziale Beziehungen einzugehen, bisher oft eher hinderlich für die Arbeit. Das gilt schließlich auch für die Fähigkeit von Arbeitenden, sich nicht objektiv analytisch, sondern auch subjektivierend, intuitiv auf ihre Arbeit zu beziehen. Und so weiter. Alle diese Fähigkeiten sind zunehmend wichtige Ressourcen für Arbeitsprozesse, sie werden erkannt und genutzt. Daraus resultiert die Vermutung, dass dieses sozusagen sich selbst vermarktende Subjekt erschöpft sein könnte. Und zwar nicht, weil das Subjekt quasi in seiner psychophysischen Konstellation erschöpft ist als Einzelnes, sondern weil seine Ressourcen erschöpft sind. Und diese Ressourcen lagen in einer Innenwelt. Heute war schon in den anderen Vorträgen etwas von diesem inneren Raum die Rede. Und dieser innere Raum hatte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in der Privatsphäre, wenn Sie so wollen, in ihren Wohnungen, in ihren Behausungen, sozusagen seinen materiellen Ort. Dort waren sie sozusagen in dieser Weise Individuum, hier waren sie Mensch, hier durften sie sein. Und wenn das aber nun sozusagen nicht mehr funktioniert, weil wir ja einerseits alle in den Arbeitsprozess einbeziehen wollen, es ist da niemand mehr zu Hause, der diese Ressource herstellt. Es gibt den Titel eines schönen amerikanischen Buches von vor einigen Jahren, das, was ich Ihnen damit sagen will, sehr schnell zusammenfasst. Und der Titel des Buches lautet Working Women Don't Have Wives. Arbeiten die Frauen, haben zu Hause keine Hausfrau, die ihnen diese Lebenswelt schafft und die diese Ressourcen herstellt. Sondern wir laufen auf eine Gesellschaft zu, die sozusagen weder einen Rückzugsort für Kinder, für alte Leute, für Kranke, für Behinderte lässt, sondern die eigentlich all das
auch in den Betrieb überführt. Das heißt, wir haben es mit technologischen und sozialtechnologischen Entwicklungen zu tun, die diese Revolution begründen. Es ist in meinen Augen, Entschuldigung, Hartmut Rosa, nicht nur Beschleunigung von dem, was wir schon hatten, sondern es finden Revolutionen statt in den Bereichen, die genau diese private Hinterwelt, wenn ich das so zusammenfassend nennen darf, betreffen. Nämlich die Informations- und Kommunikationstechnologien, die sozusagen diesen privaten Sektor beeinflussen von außen, und andererseits auch die Trennung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit im Sinne von Lebenswelt und Arbeitswelt auflösen. Und wir haben schließlich und endlich auch die, ich komme schon ein bisschen ins Stottern, die technologischen Revolutionen, die die Reproduktion der Gattung betreffen. Und ich denke, wir müssen diese Entwicklung, die ich Ihnen hier nicht in kurzen Worten vielleicht ganz plastisch machen kann, aber wir müssen diese Entwicklung berücksichtigen, wenn wir aus einer gesellschaftstheoretischen, und ich füge dann auch gleich hinzu, aus einer gesellschaftskritischen Perspektive von der Erschöpfung des Selbst sprechen. Die alten Ressourcen sind erschöpft, die alten Ressourcen waren auch von einer Reihe von Nachteilen belastet, befrachtet. Sie haben für weite Kreise der Bevölkerung, für nicht weiße männliche Bürger nicht funktioniert. Und sie sind außerdem überholt worden durch verschiedene technologische Revolutionen, vor allen Dingen die Revolution, die sozusagen die Kommunikation und die Interaktion, sowohl die verbale als auch die nonverbale Interaktion und Kommunikation zwischen Menschen betreffen. Wir haben die industrielle Revolution nicht nur an der Schwelle, sondern mitten in dem Bereich, der vor rund 200, 250 Jahren genau einmal auf die Seite sich bewegt hat und dadurch als sozusagen ein Refugium, als eine Ressource und als ein Resort des Humanen gelten konnte. Des Humanen sowohl in seiner natürlichen Seite als ein bisschen unterhalb der Gesellschaft und nicht ganz so toll wie eine Maschine, und andererseits des Humanen in einem Sinne der Kultur oberhalb der Maschine. Und nun stehen die neuen Wellen industrieller Revolution genau in diesem Feld. Und damit verschiebt sich sozusagen die Konstruktion von Gesellschaft tiefgreifend. Tja. Und damit ist im Grunde genommen möglicherweise auch die Gestalt am Ende nicht erschöpft, aber doch sozusagen obsolet, nicht mehr gültig, die mit dieser Teilung des Öffentlichen und des Privaten entstanden ist. Nämlich das Individuum in seiner Authentizität, in seiner Einmaligkeit, in seiner Besonderheit. Und das ist eben der Punkt, wo ich mich frage, ob wir es am Ende nicht des Subjekts, vom Tod des Subjekts ist in der Gegenwart gar nicht mehr die Rede, sondern sozusagen wir haben es eher mit einer Art Hyper-Individualisierung zu tun, aber ob diese Hyper-Individualisierung, die dazu führt, dass Menschen eben von sich selbst Fotos machen oder dass, wie ich neulich mal beim Zahnarzt entdeckt habe, es gibt eine Frauenzeitschrift des Burda-Konzerns, die Zeitschrift heißt Myself, wendet sich an Frauen, ich habe das mal nachgegoogelt, wendet sich an Frauen zwischen 25 und 49 Jahren, also ziemlich präzise getargetet. Und diese Frauen sind genau die, sozusagen die großen Lebensführerinnen, diese Führerinnen, diese Selbst, die diese spätkapitalistische, spätmoderne, ich weiß nicht, wie spät es ist, apropos, die diese Gesellschaft braucht. Das sind Frauen, die, wie beschrieben wird, sich sowohl dafür interessieren, wie sie sich kleiden sollen und was sie kochen sollen, also das, was Frauen sozusagen immer schon gemacht haben, die aber andererseits zwischen 25 und 49 jetzt endlich mal an sich selbst denken und ihre Karriere verfolgen.
Das sind die Kundinnen der Zeitschrift Myself. Und ich sage das ganz unzynisch, also denken Sie jetzt nicht, ich habe da überhaupt nichts sozusagen dagegen. Ich beschreibe Ihnen nur die Wirklichkeit, die wir alle jedenfalls in diesem Land oder in diesen Ländern, in dieser Region der Welt immer wieder sehen. Ja, und da frage ich mich eben, ob wir es in einerseits mit einer Hypermechanisierung und Maschinisierung der Gesellschaft durch sozusagen das Ausgreifen von Industrie auf Bereiche, die unmittelbar den Kern des menschlichen Lebens betreffen, Kommunikation und Reproduktion, und auf der anderen Seite Entwicklungen, die als Individualisierungsprozesse oder eben als Selfie-Kultur oder Myself durchaus nicht der Meinung sind, dass das menschliche Subjekt verschwindet, sondern dass es sozusagen seine Stellung ändert, und zwar eben durch beides zugleich, durch diese Mechanisierung, Industrialisierung, und auf der anderen Seite kann diese Maschine auf die Menschen, jetzt sage ich auch absichtlich, auf die Menschen nicht verzichten und schon gar nicht eine neoliberale Marktgesellschaft. Sie braucht uns alle als Konsumenten, als Konsumentinnen am besten noch, denn Autos kaufen keine Autos. Also das heißt, das System kann ohne diese Menschen nicht. Und das ist vielleicht auch, wenn ich mal so sagen darf, unsere Chance. Unsere Chance, doch noch etwas zu ändern. Aber ich frage mich eben, ohne die Frage definitiv beantworten zu wollen, sondern sie eigentlich auch der Diskussion mit Ihnen zu überlassen, ob wir es nicht noch einmal, erneut, mit einem Gestaltwandel des Menschen als Subjekt zu tun haben. Und solche Gestaltwandel haben sich in der Vergangenheit, das habe ich Ihnen jetzt versucht klarzumachen, auch mehrfach vollzogen, vom großen Subjekt, dem Universalsubjekt, über Kollektivsubjekte, die Nation, auf der anderen Seite im Winkel eben des Individuums und der Individualität. Und stehen wir möglicherweise vor einem neuen Gestaltwandel. Ich habe eine sozusagen Gewährsperson gefunden, die das mal so dramatisch auf einen Punkt gebracht hat und so auch metaphorisch und poetisch, dass ich Ihnen das vorlesen möchte. Und zwar Virginia Woolf hat geschrieben: In or about December 1910, human character changed. Sie versucht das auch ein bisschen weiter zu begründen, nämlich, wo habe ich jetzt die Begründung? Jetzt finde ich mein Zitat nicht mehr ganz. Na gut, ich mache es ohne das Zitat. Nämlich, es verändern sich die Beziehungen zwischen den Menschen. Zwischen Männern und Frauen, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Herren und Knechten. Und wenn sich die Beziehungen zwischen Menschen ändern, sagt Virginia Woolf, dann ändert sich eigentlich auch alles andere. Die Politik, die Religion, die Wirtschaft und so weiter. Und sie stellt interessanterweise in dieser Aussage, in or about December 1910, human character changed, nicht die Änderung der Technik oder der Ökonomie oder der Politik oder des Weltkrieges oder sonst irgendwas in den Mittelpunkt, sondern die menschlichen Beziehungen ändern. Und ich denke, wir haben heute mit dieser neuen Welle von technologischen Revolutionen einen Punkt erreicht, wo sich die menschlichen Beziehungen noch einmal radikal verändern. Das Singulum, das Selfie, ist sozusagen das einzelne Wesen, was nicht mehr Individuum ist, sondern was ganz und gar an die Maschine angeschlossen ist. Und wo sich eigentlich sozusagen die Maschine auf der einen Seite darauf kapriziert, genau diese humanen Eigenschaften des Menschen vollständig zu vermarkten. Und sozusagen der heisere Schrei des Systems nach Kreativität und Humanität und Emotionalität immer lauter wird.
Und wo auf der anderen Seite die Ressourcen und die Möglichkeiten davon sich erschöpfen. Und eben auch nicht mehr in diesem Bereich außerhalb der Gesellschaft, außerhalb des Betriebs, in entsprechender Zeit, nämlich in sehr kurzer Zeit, nachgebaut und nachgebildet werden können. Das ist das Singulum oder das Selfie. Und bei Adorno habe ich eine sehr gelehrte Anmerkung gefunden in den Minima Moralia, wo er unter dem Titel Monade, das könnte was mit meinem Selfie zu tun haben, habe ich mir gedacht, von Jakob Burckhardt und seiner griechischen Kulturgeschichte berichtet. Und er referiert, dass Burckhardt die Verödung der hellenistischen Individualität, die es also schon einmal auch gegeben hat, Spätantik, dass das laut Burckhardt nicht bloß mit dem objektiven Verfall der Polis, sondern im Gegenteil gerade mit dem Kultus des Individuums zu tun habe. Der Zustand, das ist jetzt wörtlich Adorno, der Zustand, in dem das Individuum verschwindet, ist zugleich der fessellos individualistische, in dem alles möglich ist. Ich lasse was aus. Als Absolutes betrachtet ist das Individuum eine bloße Abstraktion. Es hat keinerlei Inhalt, der nicht gesellschaftlich konstituiert wäre. Und nun wendet Adorno den Blick weg von Burckhardts Kulturgeschichte, griechische Kulturgeschichte, hin zur Gegenwart. Und schreibt, durch die Auflösung jeglichen Vermittelnden, also einer Sphäre, in der dieses Individuum leben könnte, vermöge dessen es doch auch ein Stück gesellschaftliches Subjekt war, verarmt, verroht und regrediert es auf den Stand des bloßen gesellschaftlichen Objekts, des an die Maschine angeschlossenen Singulum. Die Zahllosen, die nichts mehr kennen als sich und ihr nacktes, schweifendes Interesse, sind die gleichen, befürchtet Adorno, die kapitulieren, sobald Organisation und Terror sie einfängt. Wenn heute die Spur des Menschlichen einzig am Individuum als dem Untergehenden zu haften scheint, so mahnt sie, jener Fatalität ein Ende zu machen, welche die Menschen individuiert, einzig, um sie in ihrer Vereinzelung vollkommen brechen zu können. Was Adorno unter Monade beschreibt, dahinter würde ich eben das Selfie